Hallo und herzlich willkommen zurück zu Oxygen is not included, genauso wenig wie Erde, Algen, Plastik, verschmutzte Erde, Kohle, Nahrung, alles ist nicht mehr dabei. So, maximal 7 Tiere, dann gucken wir mal, was passiert. Wir müssten jetzt auf jeden Fall auf ein paar Dinge achten. Ich habe mir einmal überlegt, ob wir hier nicht nochmal anbauen. Das zweite, das können wir rein theoretisch hier oben machen. Fällt mir gerade so ein. Hier weiß ich nicht, ob ich ein Rohr hinbauen kann. Aber das ist egal. Graben wir hier. Zerlegen wir hier. Und dann haben sie hier schon mal ein bisschen was zu tun. Und wir haben hier wieder ein bisschen Stuff. Gleichzeitig. Ja, ihr macht hier schön fein Nahrung, die immer mehr schwindet. Jupp. So, hier unten. Nee, nicht hier unten. Hier ist diese Baustelle. So. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Sanitär. Da kommt das. Bauen wir hier mal einen Flüssigkeitenfilter ein. Hier. Das heißt, hier, das geht so. Das zerlegen wir. So, so, so. Boah. So machen wir das. Dann machen wir hier Rohre. Ups. Und geht hier rein. Wunderbar. So, haben sie hier auch mehr zu tun. Aktuell Frostbrötchen können wir noch machen. Temperaturmäßig wird es viel zu warm. Allein wegen der Klimaanlage, weil die zu viel Wärme generiert. Das ist halt ein bisschen bescheiden. Aber da findet sich bestimmt ein Weg. Wenn die Hatchlinge dann passen, passt das auch hier alles so. Warum genau? Geht das hier wieder eigentlich aus? So. In der Theorie könnte man quasi dieses Gas hier dann nämlich auch da unten reinpumpen. So. Wasser,
Wasser haben wir genügend. Hier können wir dann mal gucken, nochmal wegen Luft. Sauerstoff. Ist gut Atembau auf jeden Fall überall. Hier unten, das sammelt sich schön brav mit Wasser. Ich behalte mir das mal ins Auge, wenn es hier hingeht, machen wir hier nochmal auf und machen so eine Pumpstation hin wieder. So. Dann. Alles andere geht nach oben. Du gehst hier. Hier. Filter, Flüssigkeiten, Wasser. Alles andere geht hier nach oben. Wir haben hier nur Wasser drin, nichts anderes. So, dann Lüftung, Lüftung. Füllen wir dich auf. Dann brauchen wir hier Strom, Lüftung. Hier eine Minigaspumpe rein. So. Und jetzt ist die Frage der Fragen. Hier haben wir Wasser. Das stört mich. Mit dieser Mini-Gaspumpe saugen wir dann hier den Stoff weg. Bauen wir hier oben zwei Gastanks. Aber wo geht das Gas dann hin? Es muss ja Strom produzieren. Hier baue ich um. Beim nächsten Mal baue ich hier um, dass von der Pumpe das Gas auch hier reingeht. Und das hier nicht rein, sondern gleich auf Gasgeneratoren aus diesen Tanks rausgenommen wird. Ich glaube, so mache ich das. So, dann haben wir hier die Pumpe. Strom. Kabel, das passt. So, dann. Das ist halt die Frage. Wir können hier natürlich Gastanks machen. Hier, hier, hier. Wunderbar. Wohin mit dem Gas?
das machen wir. Passt auf. Ah, hier haben wir Chlorgas drin, das ist schlecht. Nee, das machen wir hier oben. Aber wohin mit diesem Gas? Wohin damit? Hier wird es auch zu warm, oder? Nee, Düngung gestoppt. Erde. Ach, die brauchen auch Erde. Hm. Ja. Nahrung wird rapide weniger. Ich hoffe jetzt, dass meine Hatchling-Produktion, ja, funktioniert. Luidi, da haben wir Erde. Auf jeden Fall werden die Lager hier bei manchen Sachen ziemlich leer. Einen Typen können wir uns noch holen. Drück mal Ruby aus. Ruby stecken wir in 6, 6, 6 und dann sind hier 7 im Normalen, das passt. Prioritäten von Ruby. Graben. Bauen. Ja. So. Und die Fertigkeiten von Ruby. Superschweres Graben. Und wir bauen noch rein. Otto, wie schaut's bei dir aus? Ah, es wird langsam. So, ab jetzt kommt erstmal auch kein neuer Typ mehr ran. So. Und gucken wir doch da mal. Machen wir hier einen, dann können wir das so schon mal machen. Forschung ist fertig. Timer-Sensor, Gas-Element-Sensor, Flüssigkeiten-Element-Sensor, Zyklus-Sensor. Sehr gut. Da können wir jetzt bestimmt hier was richtig Feines machen. Diese Algen hier sind störend. Verbrauchen nur Wasser. Hier kommt gar keine Luft rein. Was ist das? So, ich mache auch gleich nochmal Gastanks, bevor ich das hier losmache. Ich möchte nicht, dass Kohlenstoffdioxid hier einfach rauskommt. Das möchte ich auch in Gastanks lagern. Bauen wir hier auch gleich. Da liegt auch schon eine Ruby. Ganz viel Müll. So.
Wo hätten wir denn den nächsten Schlot? Hier wahrscheinlich? Nee. Hier haben wir den Geysir. Leute. Hier ist ein Geysir. Hier ist der nächste Schlot von Erdöl. Hier hätten wir auch einen großen Geysir. Magma ist aber so eine Sache. Keine Ahnung, was ich daraus machen kann. Warum gibt es eigentlich keine Stromversorgung von Erdwärme? So. Keine Ahnung. Einfach nur... wahrscheinlich... Tätigkeitenforschung. Wenn man hier noch... Das hört... Nee, nix forschen hier, Leute. Schaut mal. Strom haben wir schon. Ja, Solarmodul muss dem Weltraum ausgesetzt sein. Sauna. Förderschienen. Ja, da bin ich mir noch unschlüssig, was man mit Förderschienen, also wie man das dann am besten machen kann. Krankenhaus. Whirlpool. Keimsensor, Rohr, Flüssigkeiten, Keimsensor und Rohr, Keimsensor. Eieieiei, was haben wir hier? Entsalzer? Entfernt Salze aus Sohle oder Salzwasser, produziert Wasser. Espressomaschine. Flüssigkeiten Erwärmer. Hier, vielleicht haben wir hier irgendwas. Frachtraum, Fressor, Triebschwerke. Ja, da müssen wir dann noch hinkommen. Da müssten wir uns dann jetzt, glaube ich, erstmal weiter nach oben orientieren. Um mal zum Weltraum zu kommen. Das Problem an dieser ganzen Geschichte ist aber, dass uns dann zupp, der ganze Sauerstoff ausgesaugt wird. Also kurz bevor wir beim Weltraum sind, brauchen wir Schleusen. Dass uns hier der ganze Sauerstoff nicht einfach entzogen wird. So, wir haben 2% Stress. So. Das hier möchte ich möglichst automatisiert haben, ja? Das heißt, hier machen wir eine Gasregelung rein. Hier. Sende ein grünes Signal, wenn das ausgewählte Gas im Sensorbereich detektiert wird. Ach so. Nee. Bullshit. Brauchen wir nicht, weil unteren Schwellwert, oberen Schwellwert, die sind dieselbe Signale. So, Lüftung, bumm. Runter, runter. So. The next step. So, da jetzt hier, dich können wir mal lassen, dich können wir mal zerlegen. Weil, hier kommt jetzt Sauerstoff auch so ein bisschen hin. Alter, das ist hier einfach alles voller Kohlenstoffdioxid. Das ist... Es geht so nicht. So, das können wir auch mal zerlegen hier und die Ressourcen wieder benutzen. Hier schaut's gut aus. So, wo können wir denn noch eine Baustelle machen? Was haben wir denn hier? Phosphorit.
Jetzt haben wir hier Sandstein, Wasser. Hier haben sie die Erde gut weggegraben. Das heißt, dann können wir die leider mal zerlegen. Diesen Bau können wir mal abbrechen. Sohle. Mit Sand, da haben wir gut Sand. Sedimitgestein. Salz. Da muss man gucken, was wir direkt aus Salz machen können. Batterienstand ist immer noch die hier unten. Die da ist defekt, aber die gehört nicht mir. Deswegen, keine Ahnung. Pflanzen, ja. Atmungsfähigkeit, jo. Es wird hier viel zu warm hier drin. Es wird hier drinnen viel zu warm. Das Wasser. Warum ist hier Wasser? Warum ist hier Wasser? Dass hier die Temperatur möglichst die warme Temperatur hier bleibt. Und sich hier alles weiter kühlt. Wir müssen die warmen Sachen quasi wegsetzen. Die Batterien müssen weg. Hier, wo sie jetzt sind, muss ich weiter nach unten bauen. Wie viel haben wir da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, kriegen wir alles weiter nach unten. Also ich möchte jetzt alles weiter nach unten bauen und hier oben möglichst kühl halten. Was geht? Oh, guck mal, da sind zwei kleine Hatchlinge. Schaut sie euch an. Glücklich und untätig. Was ist bei euch? Überfüllt und mürrisch. Warum? Tiere 5, Tiere 4, dann machen wir hier halt auch nur 4. Dann lassen wir hier halt mehr drin. Oh, es ist... Ach, die haben kleine Markierungen. Zack. Yay. Glücklich. Und da kommt gleich ein Ei raus. Was ist mit euch? Schläft. Wie viele Hatchlings-Eier haben wir? Wo ist unsere Eierpresse? Wo ist das Eieraufschlaggerät? Ich glaube, da haben wir aktuell keins. Wo kommt dieser Hatch hierher? Tonnen Ton. Ja. Mashallah, das ist ja voll dumm, was ihr jetzt macht. Pumpt doch dann nicht einfach Sauerstoff rein.
kritisch. Danke. So. Drei Hatchlingseier haben wir noch gelagert. Zwei haben wir hier. Achso, hier maximal vier, hier maximal vier. Jawohl. Sehen Sie, glücklich, gepflegt, zahm. Und hier müssen wir halt dann gucken, wie viel wir hier reinbringen. So. Hier ist der Tank gleich voll. Okay, ich verplempere schon wieder Zeit. So. Wir machen das jetzt hier erstmal so dicht. Erstmal. Denn da können wir dann nachrüsten, wenn es soweit ist. So. Können wir hier eine Gasüberbrückung bauen? Können wir. So, dann kommt hier Erdgas raus. Wir bauen es erstmal hier fertig, ja? Komplett. Ich darf nicht vergessen, ich darf das nicht zu weit weg machen. Ich darf das Ganze nicht zu weit weg machen, weil sonst wegen dem Logikgattern. Wir könnten jetzt mal hier. Nicht. Abbruch. Abbruch. Und dann graben wir hier mal. Ich habe das Portal gehört. Schmutzwurzeln, pikanter Tofu, druck mir mal Nahrung aus. Solange wir unser Erdproblem nicht in den Griff bekommen. Oder besser gesagt, das Temperaturproblem. Dann geht der eine dich. Da müssen wir eh fast nicht rein. Deswegen dich zerlegen wir. Und dann machen wir unten hier mal einen Raum. Einfach nur für Generatoren. Packt man dann 8 Generatoren rein. Und dann reißen wir nach und nach die anderen quasi ab. In der Zwischenzeit baut ihr das. So, und dann muss ich mir jetzt einfallen lassen. Hm.
das ist halt interessant. Hier, aktuell kacke ich ja hier mein Kohlendioxid aus, der was dann hier umgewandelt wird, ja. Werden wir auch umbauen. Werden wir auch umbauen, dass wir das, um was hier so rauskommt, zusammenfiltern in einen Raum und das dann da umwandeln, dass es gar nicht mehr hier reinkommt. Wird dann auch noch gemacht. So. Zerlegen. Dann machen wir hier leider. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Genau, dann machen wir dann da solche Türen rein. Das heißt, dich müssen wir dann auch so... Ja, kriegt ihr schon hin? So, was haben wir denn für den Kolonieerfolg? Gucken wir doch mal. Rotes Licht, grünes Licht. Trautes Heim. Achso, mehr Moral. Statt eine Rakete, ein Speer, jeden Punkt, einen Forschungsbaum kriegen wir auch irgendwann. Hedge, ja, haben wir noch nicht. Mhm. Gassimo. Tja. Also haben wir wieder mehr, also wir kriegen wieder mehr Kohle. Wir bekommen wieder mehr Erde, weil wir jetzt auch verschmutzte Erde ja gut umwandeln hier. Kein Problem. Temperatur wird bald weniger problematisch, zumindest hier oben. In dem Bereich, wenn die Dinger jetzt schon mal weggehen, ja. Alles, was irgendwie Hitze macht, will ich jetzt weiter nach unten verschieben, wo es sowieso schon wärmer ist. Und alles, was kälter, also den Shit dann auch. Aber das machen wir dann alles beim nächsten Mal. Leute, haut auf jeden Fall mal rein. Tschaußen!